Kapitel 56. Es ist Showtime. Eine letzte Runde. Zwei Kämpfe entschieden über das Schicksal der Plot-Armor. Und so sehr es Aurora schmerzte, Endynados war in diesem Fall wahrlich ein Geschenk Epsilons. Übrigens, Endynados, wenn du hier im Namen Epsilons für uns kämpfst, was zur Hölle macht Darkrai dann eigentlich? Ist das nicht kontraproduktiv für euch? Blitzmerker! Dieser Idiot macht, was er will. In der Plot-Elite ist man immer nur von Versagern umgeben. Es folgte ein durchdringender Blick auf Mashadow, der jedoch nicht reagierte. Also dann, Endynados macht deinen Job. Jedes Mal, wenn dieser Drache das Feld betrat, spürte Aurora ein schlechtes Gewissen. Sie versuchte selber es zu rechtfertigen durch die Plot-Armor und Elementaras Weigerung. Aber das schaffte sie nicht einmal vor sich selber wirklich. Die Mengen verstummten, kaum erblickten sie den Drachen. Aus den strahlenden Newcomern Polana Vatras wurden in diesen Minuten ein Haufen Versager, die sich mit Epsilons engsten Betreuer verbündeten, um sich einen unverdienten Sieg zu erschummeln. Offensichtlich hatten ihre Gegner dieses Mal auch bereits mit dem Antivisionär gerechnet, da Latias das Feld betrat. Als einzige konnte sie dieses Monster effektiv treffen. Und effektiv getroffen werden, sowie ein weiteres Mal völlig wirkungslos erscheinen, da der massive Drache sich kein Stück rührte. Team Polana Vatra geht in Führung. Ein einziger Kampf und sie sind die neuen Champions. Kell gegen Kanimani. Dieses Duell könnte die Entscheidung bringen. Oder es könnte ähnlich verlaufen wie die Schlacht zwischen Kell und Amigento. Zudem hatte dank des schnellen und glücklichen Aus im 2 gegen 2 immer noch niemand aus Team Polana Vatra eine Ahnung, was genau Kanimani nun zu einem derart starken Kämpfer machen sollte. Doch direkt zu Beginn zeigte er, wollte Floink in nichts nachstehen. Auch er wurde umgeben von einer Aura, diese jedoch hell wie Licht. Auch Kanimanis Augen wurden zu gelben Kreisen, als er sofort einen Regenschauer herbeirief. Man könnte glauben, dass es eine schreckliche Grundlage für Kell wäre. Doch gerade für diese Situation, gerade hierfür hatte er Stromstoß. Er hatte nämlich gelernt, dass die Leitfähigkeit des Regens und Stromstoß eine besondere Wirkung ergaben und durch die anhaltende Statik ein Funken reichte, um den gesamten Einflussbereich des Regentanzes zu einer elektrischen Todeszone zu machen. Zwar schadete Kell dies, doch bestimmt nicht mehr als einem Kanimani. In Sekundenbruchteilen durchzuckten Blitze den Ring. Es war ein Anblick, einzigartig wie schrecklich. Auch Kell spürte all die Stromstöße durch seine Adern zucken, doch er versuchte standhaft zu bleiben. Ein Blick nach vorne jedoch zeigte ihm, Kanimani stand inmitten des neuen Gewitters. Völlig regungslos. Seine Augen blickten Kell direkt an, als wollten sie sagen, du hast mich unterschätzt. Bevor das Arcani überhaupt reagieren konnte, spürte er den Aufprall einer heftigen Hydropumpe. Ein weiterer Ausgleich. 1:1 im dritten Match des Champion-Duells. Ein letztes 2 gegen 2 wird um den Titel entscheiden. Etwas durchnässt, aber sonst gesund, kam Kell wieder in der Kabine an, für eine letzte Besprechung. Ein Kampf, mehr nicht. Das war's, jeder Schritt konnte nun entscheiden. Ob im Kampf selber oder davor. Und Aurora hatte genug gesehen. All die Gesichter in den Reihen, die sofort verblassten, wenn Endynalos das Feld betrat. Die Stille, der Ruf ihres Teams. Sie wollte ihren Traum erfüllen, doch genau das war der Punkt. Sie wollte ihren Traum erfüllen und nicht jemand anderes. Also, hier endet es. Endynalos! Der Drache öffnete sich bereits wieder ein Portal. Grüß Epsilon von mir, deine Hilfe wird nicht mehr benötigt. Selbst ihr eigenes Team schien nicht zu verstehen, wie auf einmal diese Entscheidung gefallen war.
Olanga hat es am Anfang der Saison bereits bewiesen. Die Liga ist trotz allem ein Sport. Und lieber bin ich eine gute Verliererin als eine schlechte Gewinnerin. Also geh. Kel, wir werden es mit dem Duo beenden, welches dieses Team begonnen hat. Überraschung, aber auch Freude beinhaltete Kels Blick. Ja, lass es uns beenden. Der abgewiesene Eindringling selber wirkte weder angegriffen noch frustriert, sondern eher locker. Wenn ihr untergehen wollt, dann gut. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch mit dieser Entscheidung einlasst. Aber stoppen kann ich euch nicht. Langsam fuhr der Fahrstuhl nach oben. Trotz ihres guten Freundes an der Seite spürte Aurora ihr Herz klopfen. Sie hat ihr Team gerade vielleicht in eine sichere Niederlage geschickt. War es das wirklich wert? Doch kaum hatte die Plattform die Spitze erreicht, bekam sie die Antwort, welche sie brauchte. Zum ersten Mal seit Ende des ersten Matches tobte die Menge. Die Pokémon wurden laut, denn sie wussten, sie würden ein würdiges Finale bekommen. Auch Elementara, die neben Darkrai auf ihrer Seite stand, wirkte überrascht. Endynos ist nicht dabei? Ihr lasst euch keinen sicheren Sieg schenken? Nein, das werden wir nicht, Elementara. Ich kann dieses Duell nicht so enden lassen. Entweder verlieren wir als Polana-Watra oder wir gewinnen als Polana-Watra. Aber ich würde mir nie verzeihen, wenn ich meinen großen Traum erfülle, alleine durch meinen Feind. Zum ersten Mal seit Wochen erblickte Aurora in den Augen Elementaras die Freundlichkeit und Offenheit, welche sie einst kennenlernte. Na dann, ich habe es euch früher oft gesagt, dass ich eines Tages euch gegenüber diesem Finale stehen will. Und heute ist es soweit. Kel, Aurora, Team Polana-Watra, auf geht's! Dies war es, was Aurora sich erträumt hatte. An der Seite eines Freundes im großen Finale des Champion-Duells. Kel und sie waren der Anfang Polana-Watras und würden sie heute zum Titel führen. Sie wusste es einfach. Und somit begann der Kampf. Sofort versuchte Darkrai sich an seiner Taktik, mit welcher er bereits auf dem Eisberg große Probleme verursacht hatte. Sein bekanntes Doppelteam. Allerdings hatte Aurora bereits gegen Floink gezeigt, nach diesem ersten Duell gegen Darkrai hatte sie sich Blizzard angeeignet. Somit schwanden all die Kopien sofort und auch der Echte wurde verwundet. Elementara tat in der Zwischenzeit bereits, was sie sich vor einer Weile von Aurora abgeschaut hatte. Mondgewalt anladen. Kel nutzte die Zeit erneut, um das Feld zu formen und Aurora Schutz zu geben, sodass sie ihre Hagel-Aurora-Schleier-Kombination auspacken konnte. Darkrai ging nun in eine direkte Offensive gegen Kel über. Eine Taktik, die für dieses Duell nahe lag. Denn Aurora wusste, Elementara und er würden beide ungerne sehen, dass ein Duell von Fee gegen Unlicht entstand. Anders als Aurora, die dies gerne herbeiführen würde. Auch sie lud eine Mondgewalt an, rechnete jedoch nicht mit Elementara, die ihre eigene nutzte. Es war gegen ein Feen-Pokémon nicht stark, doch es brachte das wohl nun auf einer der Steinsäulen ins Wanken und zum Stürzen, was Darkrai sofort abfing und mehrere schnelle Hiebe landete, bevor Kel dazwischen kam. Und dann kam noch Elementara und traf mit einem Eisenschädel. So schnell war Aurora schon am Ende. Sie spürte ihre Wunden, die erst schwinden würden, sobald sie diesen Ring verließ. Und sie wusste, in diesem Kampf konnte sie nichts mehr ausrichten. Dafür war sie zu schwach. Kel, du machst das, ja? Was? Mit ihrer eigenen Eissäule nutzte Aurora ihre letzte Chance, in diesem Duell etwas auszurichten. Denn anstatt wie sonst ihre Gegner hinfortzufegen, nutzte sie diese überraschend und wurde selber zu ihrem eigenen Geschoss. Elementara, die Aurora schon abgehakt hatte, sah diesen Kamikaze-Angriff nicht kommen. Darkrai schon. Schnell schubste er seine Teamleiterin zur Seite, sodass Aurora direkt mit ihm kollidierte. Und beide Pokémon rollten gleichzeitig aus dem Ring. Kel, hol uns das Ding! Kel selber stand perplex im Ring und verstand genau wie Elementara nicht, was genau geschehen war. Aurora hatte nicht mehr kämpfen können. Also hatte sie mit einem letzten Versuch erreicht, dass sie Darkrai mitnehmen konnte.
ein 1 gegen 1 mit Elementara. Dieser Anblick brachte Erinnerungen zurück. Einmal hatte es dieses Duell bereits gegeben. Oder auch nicht, je nachdem, was genau das schlechte Ende nun war. So viele Dinge hatte dieses Ereignis ihm erzählt. Es hatte Auroras Leben gerettet und ihm eine Schwäche gezeigt. Die geheime Schwäche. Nun endlich fiel es Kell wieder ein. Stahl. Elementaras einzige Schwäche. Und nahezu niemand kannte sie. Und Elementara wusste nicht, dass Kell dies tat. Beide verbleibenden Kämpfer bewegten sich vorsichtig durch den Ring. Den Gegner immer im Auge. Niemand wollte den ersten Zug machen aus Angst vor einem Konterangriff. Ein Treffer. Ein einziger. Es würde reichen. Dies war Kells großer Moment. Er musste nur mit Eisenschädel treffen. Und die Plot-Armor wäre sein. Er hätte den Traum erfüllt. Es war seine Sternstunde, sein größter Moment. Er würde endlich auch sich selbst beweisen, dass er Großes bewirken konnte. Und so entschied er sich. Er würde den ersten Schritt machen. Blitzschnell schoss er nach vorne und sah Elementara zucken. Das war der Moment. Sofort kreierte er vor sich selber einen Felsen, den er nutzte, um aus voller Geschwindigkeit sich selbst abzubremsen, wie er es sonst nicht könnte. Er würde den Konterangriff auskontern. Sofort bereitete er einen Eisenschädel vor und brach durch den Felsen, hinter welchem Elementara wartete, um den finalen Stoß zu setzen. All seine Kraft, alle Wucht lag in diesem Angriff. Und der Fels zerbarst augenblicklich. Durch all den Staub dauerte es einen Moment, bis Kell nach seinem eigenen Angriff wieder die Orientierung gewann. War der Kampf zu Ende? Hatte er es geschafft? Lautes Murmeln durchdrang die Massen und er entdeckte seine Gegnerin. Regungslos lag sie im Risikobereich. Er hatte getroffen. Schnell rannte er auf die Gefallene zu. Als ihm auffiel, dass er nicht genau genug hingesehen hatte. Elementara lag regungslos im Risikobereich. Ohne einen einzigen Kratzer. Allerdings fiel Kell diese Ungereimtheit erst auf, als eine Steinsäule sich unter ihm emporhob, während er vollen Schwung genommen hatte. Nach einem lauten Knall bei seinem Aufprall blickte Kell sich verwirrt um. Er hatte den Ring verlassen. Elementara stand im Risikobereich, erschöpft, aber siegreich. Der Rest des Team Polana Vatra traf soeben auch mit dem Fahrstuhl ein, als Elementara Kell eine Pfote reichte. Komm, steh auf! Guter Kampf, ihr beiden! Kurz zögerte das Akani, doch im Angesicht der tobenden Massen und dieser Geste der Freundschaft durchfuhr ihn ein warmes Gefühl. Dankend nahm er die Hilfestellung an und erhob sich wieder. Guter Kampf, Elementara. Ihr seid uns immer noch über. Sie nickte bloß kurz. Lass uns gleich weiterreden. Ich werde schnell das Mikrofon holen. Hastig machte sie sich auf, wobei Dakra ihr unschlüssig folgte. Das Team Polana Vatra blieb alleine im Ring zurück. Mit Massen um sie herum, die sie umjubelten. Aurora hatte recht. Es fühlte sich gut an, ein guter Verlierer zu sein. So viel besser als ein schlechter Gewinner. Letztlich war es doch noch ein guter Kampf gewesen. Guter Kampf. Guter Kampf. Niemals. Nein. Eine Schande war es für alle Pokémon. Aurora, wie kannst du so sein? Wie? Die Sonne schwand hinter einem Strudel der finstersten Wolken. Wie ein Tornado im Himmel sammelten sie sich und nahm dem Ring das meiste Licht. Im Zentrum des Tornados schwebte eine Figur aus der Ferne klein und nahezu unerkennbar. Eine blaue Gestalt mit Schwert und Umhang. Epsilon. Es ist eine Beleidigung an alle Pokémon. An mich. An den Plot. Wie viele Chancen muss ich dir geben, Aurora? Sag es mir. So oft will der Plot dich weisen, dir den richtigen Weg zeigen und jedes einzelne Mal lehnst du seine Hilfe ab. Der Plot rettete dich vor Amagaga.
Du machtest weiter, als wäre nichts gewesen. Du starbst auf dem Eisberg, aus reiner Sturheit. Doch der Plot brauchte dich noch. Ich habe dir deinen Traum geschenkt. Alles, von dem du je geträumt hast. Ich habe euch den Sieg gegen Olanga geschenkt. Ihr lehntet ihn ab. Ich habe euch den Champion-Titel geschenkt. Den letzten Teil der Plot-Armor. Und was tust du? Ich halte dir die Hand hin. Unzählige Male. Und du spuckst drauf. Alles habe ich gegeben, damit der Plot sein großes Finale haben kann. Es sollte ein Gemetzel werden. Kell in seiner Rüstung und du gegen mich und die Plot-Elite. Ein Kampf um Leben und Tod, ein Duell auf Augenhöhe. Aber weißt du was? Ein Blitz schlug direkt vor Aurora ein, zwischen dem Rasen und dem Zuschauerbereich. Entstand eine Art Kuppel, die das gesamte Team einschloss. Zusammen mit Epsilon. Es reicht mir, verdammt nochmal. Ich war bereit, dir eine zweite Chance zu geben. Und eine dritte. Und eine vierte. Und jedes Mal, jedes verschissene Mal, hast du einfach deinen Scheiß weitergemacht. Es ist mir egal, was der Plot für ein Finale will. Ich habe genug gewartet und ich werde nicht länger warten. Hier und jetzt, Aurora, nach all den Jahren, die ich auf diesen Moment warte, es ist Showtime.